Wie muss man sich diese Gespräche vorstellen mit Manchester City? Wie sind die so abgelaufen, damit dieser Transfer auch schlussendlich dann geklappt hat? Ja, die laufen nicht viel anders ab als ein Transfer jetzt hier zwischen zwei deutschen Vereinen. Nur die Summen sind jetzt muss ich sagen, aus Schalkes Sicht glücklicherweise andere. Man fängt, das ist auch so ein bisschen vielleicht speziell in England so, man fängt sehr, sehr niedrig an, weil auch die Engländer wissen, dass selbst die niedrigen Summen für deutsche Verhältnisse schon sehr hoch sind. Also das lag dann knapp über 30 Millionen. Und dann muss man schon zum Ausdruck bringen, dass der Spieler für diese Summe nicht wechseln wird, weil wir natürlich auch wissen, wie der Markt in England funktioniert. Man darf das nicht verwechseln mit dem Markt in Deutschland. Das sind für mich zwei komplett unterschiedliche Märkte. Und ich glaube, jeder Bundesliga-Manager, der weiß genau, wenn ein englischer Club am Telefon ist, dann gelten eben andere Preise. Das Problem ist ab und zu, wenn kein englischer Club am Telefon ist, dass wir untereinander dann nicht mehr klar werden, weil wir auch die englischen Preise alle im Kopf haben.